Eine Hauptfigur der Geschichte ist die bipolare kranke Mutter Diana. Die Krankheit und Behandlung der Mutter wird ins Zentrum der Geschichte gestellt, sowie die Kämpfe anderer Familienmitglieder, um trotz dieser Krankheit ein normales Leben führen zu können. Doch Next to Normal widmet sich diese mit viel Gefühl, Charme und Humor.